Also ich möchte zu zwei Punkten was sagen. Zum einen, was die Unfälle betrifft. Was Betriebsstörungen betrifft, wir haben mal bei der Polizei nachgefragt, weil die Zahlen der KVB, die auf der Webseite der KVB stehen, einfach nicht zutreffend sind für den Abschnitt Heumarkt bis Wolkestraße. Da haben wir beim Polizeipräsidium nachgefragt, die führen eine abschnittgenaue Statistik, nicht über Betriebsstörungen, aber über Unfälle mit Personenschaden. Und zwar in dem Abschnitt mit Beteiligung der Straßenbahn in den Jahren 2017 bis 2023, also in 7 Jahren, gab es keine Toten, es gab 35 Leichtverletzte und 7 Schwerverletzte. Und die KVB behauptet, es hätte mehrere Tote gegeben und es hätte 237 Unfälle mit Personenschaden gegeben. Die Zahlen stimmen einfach nicht. Sie können das Schreiben des Polizeipräsidiums nicht da vorne beim Tisch finden. Das Verkehrswende können Sie gerne mitnehmen. Das sind die richtigen Zahlen. Zum Thema moderne Metropole. Ich glaube nicht, dass ein Konzept aus den 50er, 60er Jahren, wo man autozentriert, die Straßenbahn muss entweder weg, da muss ein Bus her, der dann im Straßenverkehr fährt, oder die Straßenbahn muss unter die Erde, damit die Autos schneller fahren können. Das war das Konzept, warum überhaupt U-Bahnen in großen Städten entstanden sind. Wobei ich ja nochmal sagen, München hat eine U-Bahn. Ja. Wir haben sie eben nicht. Wir haben eben nur ein kleines Stück, 40 Kilometer von 250 Kilometern. Und wenn Sie das sozusagen auflösen wollen, in Richtung U-Bahn-System, da müssen Sie wirklich also die ganze Stadt untertunneln. Und das bei unserer mittelalterlich geprägten Stadt, bei unserem Stadtkern mit unseren archäologischen Funden drunter, wo das Denkmalamt sagt, 10 Jahre allein für die Bergung, das kann keine Perspektive sein. Und ich glaube, die Zukunftsperspektive sind 26 französische Metropolen und Großstädte, darunter zum Beispiel Straßburg, die es sein gelassen haben, neue U-Bahnen zu bauen, sondern die oberirdisch ihre Straßenbahn, obwohl sie fast schon abgeschafft hatten, wieder reaktiviert haben. Straßburg ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich würde die grüne Fraktion inständig bitten, sich dieses Konzept wirklich genau anzugucken. Ich will mal erst sagen, ja, es gibt keine Bestellung von 90 Meter Bahn. Die KVB schreibt immer so was Ähnliches und auch die Gastro an der Aachener Straße haben mir gesagt, wieso, die sind doch schon bestellt. Nein, es sind keine 90 Meter Bahn bestellt, es sind 60 Meter Bahn bestellt und man will 31 Meter Ding dranhängen. Und was beschlossen worden ist bisher im Stadtrat ist, ein Planungsauftrag mit der Vorgabe 90 Meter für oberirdisch und für unterirdisch. Das haben sie die letzten 5 Jahre geplant. Aber beschlossen ist die Sache erst, wenn tatsächlich eine von beiden Varianten beschlossen wird. Dann haben wir es erst beschlossen. So. Und wenn Sie jetzt sagen, wir haben 5 Jahre geplant, ja, aber wenn ich jetzt höre, was für Vorschläge alles jetzt neu kommen nach 5 Jahren Planung, 120 Fragen, ein Vorschlag der SPD, einen noch längeren Tunnel zu machen, ein Vorschlag der CDU, Barbara-Wasserplatz zu untertunneln und was noch alles für noch, oder ein Vorschlag der FDP, doch Mauritius-Untertunnelung besser wegzulassen, alles neue Vorschläge, die jetzt in der Diskussion sind. Und wenn die in die Diskussion kommen, deswegen ist ein Grund, warum wir das hier heute machen, dann bitte ich Sie auch inständig, dann prüfen Sie bitte auch nochmal den Vorschlag, ob wir nicht am schnellsten mit den 60-Meter-Bahnen, mit Taktverdichtung vorwärts kommen und mit nur 2 Haltestellen umbauen, statt 34 Haltestellen. Aber Sie haben doch bestimmt auch nicht vor, dass diese KVB mit diesem ausgedünnten Fahrplan, wo man halbstündig steht, ja, mit diesem ausgedünnten Fahrplan noch weitere Jahre weitermacht. Es wird sowieso kein Weg daran vorbei, dass besser bezahlt wird, bessere Arbeitsbedingungen kommen und dass mehr Personal kommt.